5 Stunden vorher. Jetzt sehen wir, wie er in den Safe reingeklettert ist. Achso, weiter. Verlässt, aber er muss sich einige Wege in der Ebene. Ja, er hat einen Titel, hallo? Pressen und so. Die Hautfarbe ist für, also ich bin ja sehr hell eigentlich. Die Hautfarbe müsste noch ein bisschen. There he is. Ready for your big raw debut tonight? Yeah, can't wait to get out there. Good. We can't wait either. This has been a long time coming and you've earned it. Thanks. Hey, what's up with the camera? She's been following me around since I got here. Oh. Talent relations didn't tell you? It's for this documentary thing they're shooting on you. Sorry, I'm terrible with names. It's Kat, right? Yep, Kat with a K. K-A-T. Sorry I didn't introduce myself earlier, but when I'm shooting these, I gotta be a fly on a wall. You're going to be seeing a lot of Kat over the next year. Gotta document the rise of the next big thing. The future world champion. The Lock. Woot woot! Sorry. Macht er. I've been meaning to talk to you about that whole... Fun Freaks, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich danke dir doch. Oh, was ist denn da los? Warum ist das abgeschnitten? Das macht ja gar keinen Sinn. But that's not how the WWE Universe knows you. We can't assume they've seen any of your matches. So spaßig es war, muss ich langsam ins Bett. Mach das. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du mitgeratet bist. Look, this is typical for superstars who come up outside the system. Und wann spielen wir wieder? Dienstag und Mittwoch spielen wir, glaube ich, wieder WWE. Morgen und die nächsten Tage ist was anderes. It's a huge improvement. Okay, but doesn't the name sound too much like The Rock? It sort of does. Do you mind? Think of this as a new and improved version of yourself. We have a proven track record with this sort of thing. You just need to trust the process. Is that what you're required to say now that you're office? No. Corporate requires me to say and do a lot of things. Immer diese Schleimer hier. I don't know. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, war okay. I just want to be myself. So neue Spiele sind immer so ein bisschen schwierig erstmal, ne? The entire WWE machine is behind this. We have a huge entrance planned with Pyro, a championship opportunity, new gear. They're shooting this whole documentary about you. And ich glaube gar nichts mehr. Bodenlos, oder? Grammy. Get it? A lock? Is that left over from John Cena's chain gang days? Maybe. Funny. Things worked out okay for him, didn't they? Guess so. I gotta run, but I promise, this is gonna be fine. Just trust the process, and it'll all work out. Nein, sagst du gleich, nein. Just remember, you're the Lock. Bodenlos, was Iggy da schreibt. Oh, Aussehen, okay, danke dafür auf jeden Fall. Dann werde ich nochmal 2, 3 Sachen am Aussehen verändern, immer so nach und nach. Ich glaube, kann man ja immer mal wieder, ne, machen. Sehr gut, also den kann ich jedes Mal immer so ein bisschen dran feilen. Habe ich eigentlich, ich habe gar keinen Kaffee heute mit rübergenommen. Week 2 on Raw. Let's see what they have in store for me. Can't be any crazier than last week, right? Hey! Didn't get the chance to say hi last week. That was a hell of a debut. Thanks, Gabriel. Call me Gabe. Excuse me, Gabe, can you turn to camera and introduce yourself? Seriously? I've been in WWE for 10 years. I think whoever's watching will know who I am. We probably won't use this, but just in case. Fine. I'm Gabriel Slade. 3-time US champion, 2-time intercontinental champ, multi-time tag champion, and all-around good guy. Does that work? Thanks. Anyway, just wanted to welcome you to WWE. I know it can be hard sometimes for people to get acclimated here. It's going okay so far, but yeah, it's a bit of an adjustment since I didn't come up through the Performance Center, or even work the US scene much before this. Okay. Well, let me give you some quick tips to fit in.
Make sure you fist bump and or shake everyone's hand every time you see them. Be willing to give up your first class seat if there are veterans and coach. And never sneeze around the bus. Ja, ja. Und ja, und die Hose würde ich gerne loswerden, den Schnippi. I don't want to overwhelm you, but if you ever need any help or advice, I got your back. I think I'm good, but thanks. All right. Nein, ab morgen keine WWE-Kopfphantom. Call me champ. Okay, champ. That was a good dry run. Now, let's do another take without the interruption from the Raw Welcoming Committee. Jeez, no wonder that guy has never really made it. I'm too friendly. I think we got it. I need to go get changed. Ach ja. Gute Nacht, Funfreaks. Gute Nacht. Ich wünsche dir gute Nächte. Vielleicht sieht man sich ja morgen oder die Tage nochmal oder wieder. Ich würde mir freuen. Am 24.07. Was macht er denn am 24.07.? Das ist doch noch ewig hin. Er ist wie ein Schloss. Das ist eine, das ist der My Story. Oh, hab. Hier kannst du neue Storymöglichkeiten entdecken, indem du mit den Leuten in den Himmel sprichst oder putzt und sagst, wie soll ich mir antwortest. Neben dem Superstar befindet sich ein Symbol. Die Symbole zeigen an, ob die Gespräche in den Pflichtsache oder ob die My Story oder ein Herausforderungsmatch. Ah. Wenn du spielst, musst du mich konzentrieren. Wenn wir empfehlen, so zu spielen, dass ich. Würdest du bereit sein, Hauptstory zu machen? Eine verfügbare Partei, aber Achtung, sobald du. Kannst du nicht mehr zurück und optimale Story rausholen spielen. Okay. Das heißt, kannst du dir so. Ah ja, das, was er gerade gesagt hat. Ab da. Nein, dir Nachricht zum Geburtstag gratulieren. Hä? Hab da gar nicht Geburtstag, deshalb ja nachträglich. Stimmt, das ist. Ja, du kannst ja immer einen, ne? Stimmt. Aussehen machen wir erstmal kurz. Ja. Das ist ja mein Aussehen, aber irgendwie sieht er ja nicht so aus. Hm. Das ist mein Aussehen, aber irgendwie. Was lädt denn der jetzt so groß? Mal rauchen hier, bevor wir da gleich wieder zum Kampf kommen. Ernsthaft, wenn ich. Ah, okay, das ändert sich irgendwann. Was gerade Shawn Michaels sagte und was Funfreaks gerade auch sagte, ne? Junge, die Ladebildschirme sind immer bodenlos, wa? Gut, das ist die Story. Das wäre Herausforderung. Das auch. Okay, ich klicke mal hier an. Ah, ich hätte die Punkte noch vergeben sollen. Happy ne? Corbin has been mouthing off about his football career more than usual lately, saying the WWE grind is the same as nonstop two-a-days, which is why he's so well equipped. Give me a break. Take him on after a workout, showing you can compete after a two-a-day of your own. Machen wir. Das brauche ich ja doch noch beim Kampf. Behielt seinen ersten Interview für 65 Tage. Wie lange wird The Lock es schaffen? Länger als Roman Reigns.
seinen Dingstitel zahlt. Ach, guck mal, so gefällt mir das schon, so würde mir das schon besser gefallen, wenn das dauerhaft so aussehen würde. Außer die Schuhe müssten noch ein bisschen anders sein. Was versucht er denn da? Hallo? Ha, ey. Hallo? Corbin? Das ist auch so dumm, ne? Happy Corbin, ey. Hey, was macht er denn da? Warum springe ich denn einfach? Ach du Kacke. Da haut mir richtig auf die Mütze. Oh ey, schon wieder zu spät gedrückt. So, mein Freund. Kacke hier. Vanita, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Danke. Bis morgen gegebenenfalls. Zu viel Ruhe gedrückt. Oh, was? Ihr konntet ja allen Scheiß aus. Morgen ist arg, ja. Kontert er bestimmt auch wieder aus. Nee. Gleich nochmal Finisher hinterher, vielleicht klappt's ja. Nee. Danke. Und die Ladebildschirme sind schon krass, ne? Okay. Attributs-Updates. Schlag. Wie viel haben wir? Okay, machen wir da ein.
denn da ein? Verteidigung. Ja, da gucke ich gleich. Es ist halt auch ungewohnt, mit Social Media zu arbeiten hier. Social Media, okay. Wie jetzt bei der WWE ist. Nach dem interkontinentalen Gewinn gegen Sami Zayn muss ich meinen Namen vielleicht. Genau so. It's Bailey. Niemand in der WWE ist vor Slug sicher. Sorry, Sami Zayn, ich konnte nicht widerstehen. Ich dachte, Legenden die Gimmicks zu klauen wäre meine Sache. Und Junge, Kevin, was ist los mit dir? Da hat sich wohl jemand durch die WWE-Archive und alte Ketten gefunden. Ja. Ich wusste, dass er das Zeug hat. Ja, komm, da aber nicht. Lügner. Als VP der Talententwicklung muss ich eigentlich sagen, das Look ist der Hammer. Alles klar, Funfreaks. Ich bin froh, dass ich nicht zur WWE gegangen bin und wie Lock aus einem Tresor herauskommen muss. Und wer mich verarschen? Ich denke, ich werde stattdessen weiter ins Social Media und Wrestling in den Rest der Welt. Du alter Falter. In meinem WWE-Fernsehdebüt habe ich folgende Dinge verloren. Meinen Namen, mein Gimmick, mein Einzug, und das alles in einer Nacht. Wenn ich das überlebe, mache ich mir um Kopfphantom keine Sorgen. Natürlich nicht, sicherlich. Happy Corbin sah nach einer Niederlage gegen dich deutlich weniger happy aus, sogar er ziemlich genervt. Danke. Bitte, bitte. Ich habe doch gesagt, dass alles klappt, wenn du nur etwas Vertrauen hast. Schreibt er gerade? Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, aber das, was hier sonst so angeht, bin ich mir noch so sicher, wäre sogar in einen Einzug machen darf. Das geht klar. Es laufen gerade sowieso einige juristische Vorgänge zum Thema sicherer Einzug. Du wirst bestimmt bald davon hören. Cool. Ich habe auch beschlossen, bei Kopfphantom anstelle von The Lock zu bleiben. Ich weiß nicht, ob... Ja, es ist uns... Ja, gut. Keine Ahnung, was der ganze Lockquatsch soll, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen. Danke. Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist es nur vorübergehend. Bin stolz auf dich. Es ist noch gar nicht so lang her. Da hast du zwischen Auftritte hier für 10 Mäuse auf meiner Couch geschlafen. Mika, grüß dich. Hallöchen. Schreibt ihr auch noch hier? Nee. Gut. Einzug, mal ganz kurz in den Einzug reingucken. Dankeschön, Querby. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon großartig was machen können, weil wir müssen ja noch auf irgendwas warten. Wieso, was ist los, Mika? Wir lassen den erstmal. Irgendwie läuft mein Video ist weg. Hast du mal geschaut im Dashboard? Und der Data bekommt von anderen keine Kanalpunkte.
wie von anderen. Wenn er woanders als Zuschauer drin ist,